Oh, stellt euch mal vor, der hätte sich jetzt plötzlich bewegt. Alter, hätte ich mich verjagt. Oh, oh Gott, eine fette Wolke. Ich habe mich einfach vor einer Wolke erschrocken. Läuft bei mir, ey. Hallo, da bin ich wieder zurück mit einer neuen Folge Ranch Simulator. Ich habe es immer wieder gelesen, ne? Ihr habt es euch wirklich so sehr gewünscht. Heute leider ohne Ben, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem, weil Ben hat nämlich leider keine Zeit. Ich wollte eigentlich auch Raft mit dem aufnehmen, aber ja, hat gerade leider ein bisschen viel zu tun und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ihr jetzt noch länger warten müsst, spielen wir einfach mal so weiter. Ich hatte nämlich was Cooles gelesen in den Kommentaren, dass es vielleicht doch möglich ist, unsere Kaninchenfarm, also naja gut, unser Kaninchengehege, ich will es ja mal nicht übertreiben, doch noch zu erweitern. Nein, ich habe es nicht geschafft. Ich wollte eigentlich oben rüberfliegen. Okay, hier ist keiner. Hier kann ich mal eben mich kurz rausschleichen, ohne dass ich hier von hinten überfallen werde. Mal gucken, ob das hier aufgefüllt ist da hinten. Das weiß ich nämlich gar nicht. Da habe ich mich letztens gar nicht drum gekümmert. Vielleicht wurde aber auch gar nicht gegessen. Oh, okay. Es wurde nicht viel gegessen, aber ein bisschen. 179. Das hält sich ja wirklich stark in Grenzen. Oder vielleicht ist ja auch nicht so viel da. Naja, ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall überall diese Nasen, die hier rausgucken. Nasen und Köpfe. Ich habe mich hier ein bisschen drum gekümmert. Hallo Luna, und wie geht's sonst so? Ich mach mal Licht an. Okay, hat auch nicht geholfen. Also ich habe sehr viel hier in der Zwischenzeit aufgeräumt und angebaut, ja, weil ich habe gesagt, ich muss halt, bevor ich wieder weitermache, erstmal richtig aufräumen. Wir haben ja so viel Müll produziert. Was heißt Müll? Beim letzten Mal haben wir ja so viel irgendwie liegen lassen, was nicht, also mein Auto war nicht da. Dann war irgendwie, keine Ahnung, ich wollte halt es mit den Hasen geklärt haben. Das hat aber leider nicht funktioniert alleine. Ich glaube, ich brauche da Ben dazu, damit das geht. Ich glaube nämlich, es spawnen immer so viele Hasen, wie auch Personen im Spiel sind. Und ich war jetzt, ich habe halt immer wieder geguckt, oben da bei dem Jäger, ne, da in diese Richtung, wo dieser dumme Punkt ist, den ich jetzt hier immer in meinem blöden Bild, nicht mein blödes Bild, sondern im Bild habe, dieser doofe Punkt, der mir sagt, ich soll die Quest erledigen. Ich glaube, ich kann halt ein Kaninchen abgeben und dann soll es halt so sein, dass das letzte Kaninchen quasi noch da ist. Oder halt eben die zwei. Aber wenn ich alleine bin, kann ich ja nicht ein Kaninchen herbringen, weil dann ja kein weiteres Kaninchen da ist. Glaube ich jedenfalls. Oder hatte ich das beim ersten Mal, habe ich mir die alleine geholt? Nee, das war glaube ich auch mit Ben zusammen. Ach, ich weiß das nicht mehr so genau. Ne, wir sehen auf jeden Fall, Hoppel und Hoppeline sind noch da. Ich hatte mir überlegt, vielleicht hier mal so ein bisschen zu streichen, obwohl ja Ben nicht da ist. Aber was hat er denn nochmal gesagt? Was wollte er denn haben? Rot? Rot bestimmt. Rot? Ich glaube, er wollte rot und weiß und schwarz. Oder? Hat er das gesagt? Ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber habe ich das nicht hier auch schon? Ich habe doch hier bei dem Ziegengehege, glaube ich, auch rote Farbe gehabt. Ja, hier auch. Guck mal, da habe ich doch auch schon rot. Auch rot und schwarz und auch weiß für das Gitter hier, also für den Eingang. Oh mein Gott, haben wir viele Ziegen. Ich bin... Oh Gott, das funktioniert aber nicht. Ich glaube, ich muss demnächst mal wieder schlachten. Ich habe jetzt hier in der Zwischenzeit schon ganz viel geschlachtet. Ich habe extrem viel Wurst hergestellt. Und wir haben auch noch Wurst am Verkaufsladen. Da müsste ich ja eigentlich nochmal gucken. Habe ich hier noch irgendwie was? Nee, ich glaube nicht. Man könnte hier drinnen auch mal ein bisschen streichen. Das wäre irgendwie auch cool. Oder dass wir heute mal gucken, dass wir einen kleinen Hofladen bauen. Oder aber, ich habe so viele Sachen, die ich gerne noch machen würde. Das letzte wäre halt diese Gedenkstätte. Man könnte ja auch eine kleine Kirche theoretisch draus machen, die man dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich würde es glaube ich jetzt nicht so mittig machen, sondern vielleicht da hinten auf so einen Hügel. Entweder da. Wobei, nee, da muss ich ja immer lang fahren, ne? Nicht, dass ich dann da immer gegen die Kirche donner. Ich kenne mich ja schon. Oh, oder da ist auch so ein Hügel. Vielleicht auch dort, wenn man hier so durchfährt. Oh, ich hoffe so sehr, dass sie irgendwann mal hier Wege ins Spiel reinbringen. Das finde ich wäre ein toller Ort für eine Kirche, oder? Hier oben so. Hier. Das wäre doch voll süß für so eine kleine Gedenkstätte. Das ist zwar ein bisschen weiter weg, aber dann kann man so sagen, ja, die Kirche im Wald. Ist ja kein richtiger Wald, aber so ungefähr könnte man es betiteln. Ich kann ja mal gucken. Wir bräuchten auf jeden Fall so ein Fundament. Und das muss ja auch nicht ganz so groß sein. Einfach nur so ein klitzekleiner Raum. Und davor könnte man dann oder dahinter vielleicht so ein paar, ich sag jetzt mal Gräber. Das müssen ja keine Gräber sein, sondern es können diese, wie heißen denn diese Dinger, diese Blumenkästen von diesem Farmelement. Da könnte ich ja so Blumenkästen hinsetzen. Die sind ja auch so länglich und quadratisch. Das sieht dann quasi so ein bisschen aus wie so ein Grab. Ich weiß nicht, ist das ein bisschen makaber? Ach nee. Okay, wir gucken einfach mal. Ja, toll. Das ist schon wieder vorbei hier. Super, es hat ja gut geklappt. Muss einfach gucken, wo ist denn hier der höchste Teil? Da hinten so? Ich glaube, da vielleicht. Und dann versuchen wir mal nach links und rechts zu gehen. So, wir brauchen ja so einen Turm von der Kirche. Also eine Seite, die geht so ein bisschen höher und die andere ist eher so länglich. Ja, wie breit macht man die denn da? Dann haben wir vielleicht hier so auf der Seite so den Kirchturm oder sieht das doof aus? Ist ja ein bisschen länglich dann vielleicht. Oder ein bisschen sehr viel länglich. Oh nee, vielleicht hätte ich es lieber so rumbauen sollen, nach hinten weg. Ich muss mal ein bisschen nochmal rumprobieren, glaube ich. Vielleicht ist das besser so länglich. Und dann macht man so drei nebeneinander. Moment, dann kann ich ja gleich wieder was wegbauen. Ich versuche mal so.
dass man halt quasi das Dach in der Mitte so ein Satteldach machen kann. Oder haben wir gar nicht so ein Satteldach? Moment, wie war denn das nochmal? Das war doch irgendwie so schwierig. Ach doch, hier, das da. Pass auf, wir müssen ein bisschen rumprobieren. Wir brauchen eine Kirche, die etwas länglich ist. Nee, jetzt sag nicht, es wird schon wieder dunkel. Oder fängt das an zu regnen? Es wird so düster gerade. Hä, warum geht das denn jetzt da nicht weiter? Hä, da gibt es ja gar keinen Grund für. Was soll denn das? Hier ist doch alles gut. Warum geht denn das nicht? Oder kann man die Kirche auch so machen? Nee, das sieht ja voll doof aus dann. Oh. Was? Okay, dann versuchen wir auf der Seite, mache ich auf der anderen Seite das wieder weg. Ich wollte doch nur so eine ganz kleine Kirche bauen. Das klappt ja mal wieder perfekt, ey. So habe ich es gar nicht geplant. Ich wollte ganz klein eigentlich, nur so kleine Gedenkstätte. Jetzt brauche ich so eine fette Kirche. So drei nebeneinander. Reicht das schon? Oder muss es noch ein länger sein? 1, 2, 3, 4. Ist ja fast quadratisch. Quadratisch praktisch gut. Oh mein Gott, ich bin gebrandmarkt von der Werbung. Kriege ich das vielleicht hier noch so? Wenn es nicht geht? Oh, es geht, verdammt. Ich habe gedacht, so, wenn es nicht geht, dann machen wir es anders. Ja, na gut, dann könnten wir ja vielleicht sowas hier mal ausprobieren. Das ist dann so der Eingang. Kommt dann direkt hier so ein Eingang hin oder macht man den so ein bisschen versetzt? Nee, ich glaube, den können wir direkt so machen. Ja, ich weiß natürlich, das wird jetzt nicht so kirchenmäßig generell aussehen, weil eine Kirche hat ja eigentlich im Endeffekt auch nicht so wirklich Fenster, ne? Ich bin quasi so ein bisschen am Überlegen, ob wir hier so einen kleinen Turm hinbauen. Dann reiße ich vielleicht links und rechts ab. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich das gut finde. Ich muss mal kurz ein bisschen rumprobieren. Jetzt kann ich hier nichts hinsetzen. Doch, da. Nee, das ist falsch rum. Hey, warum baust du das falsch rum? Mein Gedanke war halt hier vorne, so diesen, ich muss das wegmachen, sonst geht das nicht, hier so einen Turm hinzubauen. Das sieht vielleicht nicht ganz so kirchig aus. Aber das ist ja auch eine spezielle Kirche, ja? Die haben wir gebaut. Deswegen kann man das nicht so vergleichen mit anderen Sachen. Es ist ja auch keine richtige Kirche, es ist nur eine Gedenkstätte. Dann haben wir hier so einen Eingang. Könnte man hier vielleicht auch so ein Anschlagbrett oder sowas irgendwie, dass man da vielleicht schon so Sachen hinschreibt. Wir machen es jetzt so ein bisschen gleichmäßig. Dann machen wir hier, gucken wir mal, passt hier noch irgendwo ein Fenster zwischen? Wir können ja so ein bisschen eine etwas offenere Gedenkstätte machen. So, gegenüber dann auch so zwei Fenster. Den Rest dann halt mit normalen Wänden. Ich weiß noch nicht so genau, ob das hier hinten auch einfach so gerade bleibt. Also hier hinten würde ich es zumachen, weil hier kommt ja dann quasi so altarmäßig irgendwas hin. Aber die Frage ist, kriege ich das hier in der Mitte oben verputzt? Also kriege ich das hier oben so zu? Weil normalerweise hätte ich irgendwie gerne keine weiteren Wände oder so. Aber ich weiß nicht, ob ich das dann so zusammenkriege. Oder würde das vielleicht gehen? Das ging doch hier mit dem Glasdach. Oh, dann habe ich so ein Glasdach in meiner Gedenkstätte. Wir können ja sagen, dann sind wir Gott näher. Macht das Sinn für euch? Keine Ahnung. Das wird doch wieder nichts, Leute. Ich sehe das doch schon. Vor allem das Schlimme ist ja, ich muss es dann erstmal wieder bauen, damit es dann geht überhaupt. Also damit ich es überhaupt sehen kann. Um dann nachher festzustellen, dass es nicht funktioniert. Und dann müsste ich halt alles wieder abreißen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich kann hier einfach nicht gucken. Oh, ist das ätzend. Ist das ätzend? Ja, so. Jetzt versuchen wir von der Seite entgegenzukommen. Aha, genau. Jetzt machen wir einmal so rum. Geht hier nicht eine Wand? Leute, ich habe eine Wand vergessen, ich Trottel. Oh. So, und hier in der Mitte brauchen wir dann halt so ein, nicht so ein Dach, sondern so ein, eine Sekunde, erstmal kurz die Wand bauen. In der Hoffnung, dass ich es vielleicht von außen, ich krieg's von außen auch dran. Na, natürlich nicht. Aha, okay, jetzt habe ich's. Und kriegen wir jetzt hier in der Mitte diesen Giebel hin? Super, ich sehe immer wieder nichts. Da, den hier habe ich gesucht. Wollt ihr mich eigentlich veräppeln? Ich hasse das. Warum sehe ich das immer nicht, wenn ich dann einmal nicht gucken kann? Also, was? Ich kann nicht richtig reden. Oh, es geht. Wer hat schon mal eine so schöne Gedenkstätte gesehen mit so einem offenen Dach? Das ist doch eigentlich sehr einladend. Und bei dem Ding hier tun wir dann so, als seien das so Bleiverglasungen. Bitte hier oben. Hallo. Achso, das geht ja nicht. Ich muss ja mal erstmal von unten nach oben bauen. Tja, können wir das denn auch benutzen? Dreieckswand rechts. Ja, das ist richtig. Dreieckswand links. Boah, ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich so richtig gut finde. Dann das da. Oder soll ich da einfach so ein normales machen? So ein undurchsichtiges. Ich mache erstmal so. In der Kirche ist ja generell auch viel eben mit Glas und Bleiverglasung und solchen Sachen. Wir waren halt damals noch nicht so weit entwickelt, als das hier gemacht wurde. Oder wir haben es halt eben selbst gebaut. Deswegen gibt es halt keine richtigen Bleiverglasungen, sondern nur das. Genau, so. Das ist dann der Eingang. Mir fällt gerade auf, was machen wir denn hier draußen? Weil ich wollte ja eigentlich gerne hier noch so einen Turm hinkriegen. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich mit den mehreren Etagen funktioniert. Ich kann ja hier oben keine Wand draufbauen. Oh, aber ich könnte Folgendes machen. Ich könnte ja hier nochmal so einen Rahmen reinbauen. Falsch rum. Kannst du das bitte drehen? Hallo, ich drehe es, aber er dreht es nicht. Warum dreht das denn nicht? Dreht das jetzt? Ja, ich glaube, so ist es. Ja, so ist es richtig rum. Okay, genau. Dann haben wir nämlich jetzt hier auch nochmal so einen Doppeleingang. Dann würde ich hier eine normale Wand einfach draufsetzen. Komm, ich habe es gerade gesehen. Komm, es geht doch. Ich habe es gerade gesehen. Mach schon. Hä, wo ist es jetzt hin? Ich habe die Wand verloren. Wo ist sie denn hin? Oh Mann, ich weiß, dass das geht. Ich brauche irgendwas, wo ich draufsteigen kann. Ich muss erstmal hier drin. Der hat mir gerade kurz angezeigt, dass das funktioniert. Jetzt wird's dunkel. Ich muss mir irgendwas herholen, wo ich draufsteigen kann. Genau, und hier oben würde ich halt gerne so diesen Turm hinmachen. Ist halt nur blöd, weil ich nicht genau weiß, wie hoch ich den bauen kann. So, und dann vielleicht nur einen höher noch. Ich würde sagen, ich gehe direkt einmal schlafen. Ausnahmsweise mal hier in meinem Haus. Es ist so dunkel. Ich hoffe, dass sie das mit dieser Engine endlich fixen. Dass hier nicht ständig immer das Licht neu angemacht werden muss. Jetzt.
Was war das hier? War das das Kinderzimmer? Jo, ich schlafe im Kinderzimmer. Mit Licht. Gute Nacht. Ja, nächster Morgen. Können ordentlich wieder weiterarbeiten, hoffentlich. Ach, warte, ich nehme mir gleich irgendwas mit, wo ich raufsteigen kann. Vielleicht nehme ich mir das hier, das Auto, und dann packe ich mir da noch so ein paar Kisten rein, dass ich da so raufsteigen kann. Oh, Moment mal kurz. Ich weiß nicht, ob ich die Tiere gefüttert habe. Ah, das ist gefährlich. Oha, 74. Ja, das war schon gut, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Was ist denn da schon wieder für eine Parade? Die machen wieder komische Sachen. Oh no, ich hätte vielleicht mal Eier sammeln sollen. Ich glaube, das mache ich jetzt noch schnell. Ich hatte nämlich letztes Mal das Problem, als Ben und ich hier unsere Aktion gemacht haben, dass ich die Eier nicht gesammelt habe. Und mit einem Mal hatte ich plötzlich wieder Küken. Das heißt, ich weiß nicht, wie sie es getan haben. Ja? Es bleibt wahrscheinlich auf Ewigkeit ein Geheimnis. Sie haben durch diesen Zaun hinweg Liebe gemacht. Mhm. Ja, ja, die Jungs haben es irgendwie geschafft, die Mädels hier zu befruchten. Ist ja schön, aber irgendwie für mich war es nicht so schön, weil du ja auch nicht weißt, wenn du da so einen Küken hast. Und dann hast du da einen Hahn, unerwarteterweise. Und dann hast du aber richtig Geburtstag. Weil der bestäubt dann wieder die anderen Hühner. Nee, Gott sei Dank, das passiert ja immer nicht. Also wenn du einen Hahn hast, der begattet ja immer nur einen Huhn. Was ja eigentlich nicht ganz so realistisch ist, oder? Oder wie ist das normalerweise bei den Hühnern? Sind die auch so monogam oder so? Haben die immer nur eine Frau? Nee, ne? Nee, man braucht doch eigentlich immer einen Hahn für so einen ganzen Hühnerhaufen. Schon wieder 40 Eier. Leute, wisst ihr, wie viele Eier ich habe? Guck mal, hier. Das sind alles Eier. Alles Eier. Ich brauche die alle gar nicht. Das ist viel zu viel. Ich glaube, ich könnte die schon fast wieder verkaufen. Ich tue die mal hier hinten rein. Das wäre natürlich auch eine Idee, dass wir jetzt mal gerade losfahren, weil es ist ja tags, die ganzen Sachen verkaufen. Vielleicht, wenn es ein Angebot gibt. Ich glaube, wir gucken auf jeden Fall wenigstens mal, weil sonst ärgere ich mich. Nicht, dass es dann nachher irgendwie gute Angebote gab. Und dann hole ich mir gleich mal für so eine Gedenkstätte. Was braucht man? Ich hätte gesagt, halt irgendwie grau. Sie ist ja schon relativ freundlich, ne? Aber da, ich würde schon sagen, wir holen vielleicht was Graues und vom Dach her irgendwie so ein, eher so ziegelmäßig, so braun-rot. Ja, ich glaube, so ungefähr würde ich das machen. Aber ich habe leider nicht die ganzen Fahrt habe ich nicht, aber egal. Entschuldigung. Ja, ihr müsst mir dann nochmal die ganzen Namen sagen, weil ich weiß die Namen nicht. Ich weiß nur, Nanny McPhee ist auf jeden Fall gestorben. Aber wer war denn das andere? War das Icarus? Oh, ich weiß es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, wen ich noch aufschreiben muss. Wildfleisch. Weißschimmel habe ich. Wildfleisch. Den lasse ich auf jeden Fall hier, den Eierkorb. Das ist ja so mein Hühnerauto gewesen eigentlich, aber ich meine, Eier sind ja auch von Hühnern. Ne? Wir sind da nicht so. Oh, ich habe die Klappe nicht zugemacht. Na egal. Ich bin aber gerade am Überlegen, ob ich mir auf mein Autochen da oben nicht auch nochmal so einen Aufsatz raufhole, weil das schon einen Unterschied macht. Also so technisch gesehen ist das schon nicht schlecht, wenn man das auch noch hat, wenn man dann wirklich noch mal irgendwie was transportieren will. Hier haben wir Käse und da oben haben wir, glaube ich, nur... Was? Ich habe nur eine? Nein, ich glaube, ich habe die Kisten zu Hause. Nein! Ich habe auch gar nicht auf den Multiplikator geachtet. Wie viel war denn das? Und es war schon Ewigkeiten einfach kein Schweinefleisch mehr im Angebot. Also, ne, dass ich dafür mehr Geld kriege. Voll doof. Weißschimmel, ja. Toll, ich habe fast nur Blauschimmel, weil Blauschimmel ist halt mehr wert normalerweise. Na komm, dann nehmen wir halt nur den so und den Rest, den lassen wir da liegen. Und warten auf einen besseren Multiplikator. Aber 1,7 ist eigentlich schon gut. Die da oben sollten wir auf jeden Fall wieder mitnehmen. Ah, jetzt kann ich es auch direkt mal zumachen. Das ist schon sehr hübsch, finde ich. Also ich mag diese Farbe auch super gern. Ich finde, unsere Autos sind generell sehr gut geworden. Oh, weia! Oh Gott! Huch! Habe ich mal wieder ein bisschen übertrieben gerade. Ich darf auch immer nicht zu weit rückwärts fahren. Ich lasse den, glaube ich, einfach lieber so stehen, oder? So ein bisschen noch. Weil wenn man da falsch parkt, ist das jedes Mal, wenn ich wieder einlogge, das Auto ist einfach runtergefahren. Warum auch immer? Macht gar keinen Sinn eigentlich. Was ist da denn? Ach, ich habe hier sogar noch Rinderwurst-Salami. Zwei Stück. Warum? Ich züchte ja gar keine Kühe im Moment. Das wäre ja eigentlich auch mal noch eine Idee, da nochmal einen Stall zu bauen für eine richtige Rinderzucht, also für eine Rinderfleischzucht, weil das andere sind ja Kühe. Genau. Das andere sind Kühe. Nein, das ist natürlich Milchkühe. Upgraden? Nein. Hallo, ich wollte, genau, das hier wollte ich. Kostet 100. Verlassen. So, jetzt haben wir mehr Platz obendrauf. Schön. Oh, wobei mir gerade auffällt, normalerweise konnte ich da ja rechts und links über den Reifen auch noch was transportieren. Das geht jetzt halt wahrscheinlich nicht mehr. Ob ich mir da einen Gefallen getan habe, weiß ich jetzt nicht so genau. Und ich wollte unbedingt mal so ein paar Kürbisse einpacken und die hier so am Straßenrand verteilen, wobei, ich meine, ich steige ja jetzt auch nicht aus normalerweise, um die einmal anzumachen. Das heißt, ich weiß gar nicht genau, ob die wirklich was bringen würden. Wahrscheinlich lohnt es sich nicht so wirklich. Ah, Mann, was mache ich denn nun? Soll ich jetzt nochmal den Käse holen? Ich gucke mal gerade, wie viel Käse wir haben, ob sich das lohnt, weil der ist ja schon, der gibt, glaube ich, schon ganz gut Geld. Wir haben wieder kleine Frischlinge. Hallo. Oh, das sind aber verschiedene. Oh, oh, habe ich noch eine, nicht? Nein, nein, nicht weglaufen. Habe ich noch eine Sau? Bist du Emmy? Nee. Okay, das sind alles Eber. Oh, Leute, wir haben bald wieder ganz viel Wurst. Ich sehe es schon. Das hier ist Emmy, genau. Noch ein Eber. Ich sehe aber keine kleine Sau. Das ist immer gefährlich. Wenn man eine so eine kleine Sau hat, bei denen sieht man das noch nicht. Die sind noch zu klein. Da kann man noch kein Geschlecht erkennen. Wie bei meinen Kätzchen. Da war ich am Anfang auch. Ich wusste gar nicht, ob es Mädchen oder Jungs sind. Weil man nur irgendwelche Vermutungen da getätigt und lag dann am Ende falsch. Ah, Frederik. Genau. Das ist mein Zucht-Eber. Ich wollte gerade sagen, mein Zuchtbull, aber nein, das war es wohl nicht. Krass, wir haben so viele kleine Ferkelchen. Ah, oh, das wird wieder eine heftige Wurstproduktion danach. Das muss ich wieder zwischen den Folgen machen. Ich möchte euch nicht damit belästigen, wenn ich die Schweine schlachten muss. Jetzt ist das schon wieder so ein ekelhaftes Wetter, ne? Ah!
Hier nochmal wieder Wasser nachfüllen. Ich gucke hier gerade mal. Ach so, weiß das übrigens jemand? Ich habe eine so eine ganze Tonne schon voll mit Dung. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich kriege das nicht mehr raus. Da steht ja irgendwie sowas. Ist das Dünger, dieses Zeichen da unten drunter? Oder was soll das sein? Für die Pflanzen? Oder ist das für mein Auto? Oder ich... Keine Ahnung. Ich bin so, hä? Ah, 98. Immer noch nicht. Ah, der ist fertig. Guck mal, und das ist, glaube ich, sogar Weißschimmel. Blauschimmel? Weißschimmel. Das ist ja nicht so viel. Lohnt sich das für 5? Nein, wobei, das sind 12 jetzt. Das ist auch Weißschimmel. Ich finde es so cool, wenn man den rausholt, wie der sich immer so stapelt. Kuhkäse, Weißschimmel. Und ich habe festgestellt, ich kann die Ziegen melken. Habe ich noch nie gemacht bisher. Wir können das vielleicht gleich mal ausprobieren, oder? Da ist ja auch was fertig. Oh, da habe ich aus Versehen einen Käse hergestellt. Das war ein Versehen, das wollte ich gar nicht. Naja. So, und das ist, glaube ich, nämlich auch Weißschimmel. Hier habe ich noch ein paar Kisten über. Können wir direkt eine neue Kiste anfangen? Ja, das ist auch Weißschimmel. Vielleicht ist hier noch was fertig? Ja! Oh mein Gott, wie viel Weißschimmel habe ich denn? Stimmt, ich weiß, ich hatte keinen Blauschimmel, also ich hatte hier kein Blauschimmelpulver mehr oder was auch immer das da ist. Und deswegen musste ich halt den Weißen nehmen, weil ich nur noch Weißen hatte. Obwohl der Blaue halt eigentlich mehr wert ist. Ah, und da ist der Blaue. Cool, dann können wir nämlich den auch einpacken. Ärgerlich. Jetzt bin ich tatsächlich hier einmal gerade umsonst gefahren. Jetzt muss ich nochmal runterfahren. Und hier haben wir noch Quark. Quark mit Ei und Blauschimmel. Der muss halt erstmal reifen. Das dauert irgendwie immer so Ewigkeiten, bis man hier diesen Blauschimmelkäse hat. Der dauert auch länger als der Weißschimmel. Da war ich echt so, was? So lang warten? Konnte ich gar nicht so richtig Akkordarbeit machen. Ich konnte viel schneller Kühe melken und alles herstellen, als dass der hier gereift ist. Aber ich meine, gut, das ist natürlich auch in echt so. Das ist ja auch nochmal Weißschimmel. Weißschimmel, Ziege. Ach so, nee. Ah, das sind diese Päckchen hier. Blauschimmel, Weißschimmel. Hier ist ganz viel Blauschimmel. Und hier soll dann der Käse hin. Warte mal, sind die gebaut? Ja, die sind gebaut, ne? Die sind aber nur blau. Ich dachte, das ist sowas wie das hier, das nicht gebaut ist. Die Schränke hier dienen ja eigentlich nur der Dekoration so. Deswegen, ich weiß nicht genau, ob ich die überhaupt hier hinbauen will. Sieht zwar schön aus, aber macht halt nicht so richtig viel Sinn. Ich traue mich hier nicht rein. Guck mal, wir haben ganz viel Dung. Aber ich weiß halt nicht genau, was ich damit machen soll. Hui, keiner gesehen? Wir können ja gerade mal kurz eine Runde melken. Hier einmal, dann machen wir Nevada. Wir müssen ja auch nicht alle melken. Wir können ja nur so ein bisschen mal gerade melken. Okay, die müsste ja hoffentlich schon wieder fertig sein. Können wir hier wieder abnehmen und... Oh, Mist. Es ist zurückgeschnellt. Hier, du warst noch nicht. Marzipan. Oh, wenn das jetzt auch so nach Marzipan schmecken würde, das wäre richtig cool. Bist du schon? Also die hier hinten habe ich. Jetzt habe ich nicht geguckt, wer war denn das überhaupt? Ach so, die hat noch keinen Namen. Oh nein, verdammt. Und ich glaube, ihr hattet mir mal einen Namen gesagt, die ich natürlich vergessen habe. Oh, weia, die ist ja schon voll. Einmal direkt durchtauschen. Die ist auch gleich voll. Oh, die ist auch voll. Entschuldigung. Wir müssen mal gerade... Kannst du... Du darfst auch gerne stehen bleiben, weil kann ich mal gleich ein bisschen hier... So, einmal umfropfen. Wen haben wir da noch nicht? Hier, hatten wir dich schon? Wer ist das denn hier? Luna. Ne, guck mal, Luna hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Wer steht hier hinten noch? Ah, Eis. Eis haben wir schon. Wanda hatten wir noch nicht. Seid ihr schon fertig? Da zapft noch was. Das ist fertig. Gib mir. Nevada hatten wir schon. Wer ist das da? Ich konnte den Namen nicht lesen. Kann ich so weit laufen mit dem Ding? Versuchen wir mal da. Ah, oh, Marzipan hatten wir schon. Dann... Nein, ich hab's losgelassen. Nein, lass mich doch. Okay, dann nehmen wir den. So. Ophelia, genau. Ich könnte ja auch von der anderen Seite vielleicht was nehmen, da bin ich dann näher dran. Ich halte hier einfach mal was dran. Ach, schon wieder Marzipan, Entschuldigung. Nein, Coco. Coco hatte ich. Hatte ich Coco schon? Ich glaube nicht. Wir versuchen mal vielleicht hier von hinten mit dem anderen hier dran zu kommen. Gib mir das Ding. Okay. Hatte ich schon? Coco. Haha, siehst du? Coco hatte ich mich noch nicht. Hatte ich Mischschnitte schon? Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wer Mischschnitte war. Hatte ich schon. Ah, Flöckchen. Gib mir das Ding hier. So, genau. Wer steht denn hier so? Eis hatte ich. Aurelia, hatte ich Aurelia? Ophelia hatte ich. Ophelia, Aurelia. Habe ich jetzt die richtige? Ja! Mein Gott, wie lang ist denn mein Teil hier? So, ich glaube, wir haben noch nie so eine richtige Milchrunde gemacht. Hemme. Sehr schön, hatte ich auch noch nicht. Wer bist du? Nevada. Ich würde gerne so den Namen von außen auf die Kuh draufschreiben, damit ich es einfach sehe. Milka, komm mal ganz kurz mit. Kann ich das eigentlich auch so machen? Kann ich Milka so mitnehmen und dann direkt melken? Oh, das ist ja auch voll. Oh. Milka? Achso, Milka hatte ich schon. Lissy hatte ich noch nicht. Oder die unbekannte Kuh, die noch keinen Namen hat. Ach nee, hier ist auch voll. Das darf ich ja auch immer nicht vergessen. Nicht, dass hier ins Leere gemolken wird. Ich könnte mir vorstellen, dass hier hinten vielleicht noch eine war. Die hatte ich doch alle schon, oder? Wanda, Coco. Ja, ich glaube, jetzt hatte ich alle. Vielleicht habe ich eine vergessen, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich könnte mir sogar vorstellen, vielleicht einfach noch ein paar mehr von den Milchflaschen auch zu holen, von diesen Kannen. Weil ich doch, also die sind recht schnell voll. Man glaubt das immer gar nicht. Guck mal bitte, ich habe hier schon 1, 2, 3, 4 Kannen voll. Und gerade wenn man die halt auch so ein bisschen zu Dekozwecken benutzt, kann man hier draußen ja noch ein paar hinstellen. Das finde ich auch immer ganz schick. Oder vielleicht hinten auch draußen. Da hinten da, ne? Da haben wir auch so einen Ausgang. Ist noch jemand? Oh nein, oh mein Gott, Flöckchen ist noch angestöpselt. Entschuldigung. Ich finde es auch ganz gut, dass wir wirklich so viele verschiedene haben. Dass wir halt überall hier einmal anzapfen können mit verschiedenen Melkstationen. Ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, weil das halt in die Richtung ganz gut reicht und auch in die andere Richtung. Ja, jetzt haben wir nämlich hier 4 von den Milchkannen. Ich kann euch mal kurz zeigen, wie das funktioniert. So natürlich nicht. Brauchen wir so ein Hilfsmittel hier. Dann nehme ich mir das, steige hier oben drauf, fülle alles einmal auf mit Milch. So.
Die ist jetzt leer. Deswegen habe ich nämlich 6 Stück hier, weil es reicht genau für 6 Töpfe. Dann bekommt jeder Topf ein schönes Ei, damit es noch ein bisschen mehr wert ist. Damit der Käse auch gut zieht. Wohin zieht er denn? Ja, ich weiß es nicht. Machen wir einmal Licht an, falls es gleich dunkel werden sollte. Und dann nehmen wir einfach sowas hier. Ein bisschen Schimmel. Nämlich Blauschimmel, weil Blauschimmel mehr bringt. Jetzt ist zwar gerade Weißschimmel im Angebot, aber der wird eh nicht mehr so schnell fertig werden. Deswegen brauchen wir das auch nicht. Macht keinen Sinn. So, okay, das ist richtig rum. Super. Und jetzt, wenn man das erste Mal macht, muss man leider einmal alles hochheben, um es dann wieder aufzustellen. Naja, normalerweise kann man einfach den Deckel drauf machen, aber wenn man halt wieder einloggt, dann muss man immer einmal hochheben und wieder hinstellen. Das ist voll doof. Okay, jetzt verarbeiten wir unsere Milch. Dann kann ich ja den schon mal wieder zurücktun. Komme ich nämlich hier auch so drüber, das ist ganz praktisch. Okay. So, sehr schön. Habt ihr sehr gut gemacht. Mir schöne Milch gegeben. Und die anderen kann ich ja mal hier dann zwischenzeitlich so abstellen. Dann weiß ich nämlich immer, das sind noch Milchkannen, die muss ich noch verarbeiten. Und theoretisch kann ich halt wirklich lockerst einfach noch mehr Schränke bauen, um hier mehr Käse herzustellen. Jetzt habe ich das natürlich weggetan, ich Trottel. Ah, okay, Produkt rausnehmen und dann lasse ich das im Eimer fallen. Und dann kann ich das gleich einmal einsortieren. Ah, was nehmen wir denn? Wir können einfach mal den Schrank hier nehmen, weil ich hier gerade so direkt davor stehe. Das ist natürlich ein bisschen praktischer. Und jetzt können wir uns darauf einstellen, dass das wieder irgendwie einen Tag dauert, bis das fertig ist. Ich weiß tatsächlich gar nicht genau, in welchem Abstand hier. Ich habe das nie geguckt. Ihr könnt ja mal hier oben gucken auf die Zeit, wie lange das generell so dauert. Ja, ich muss auf jeden Fall die Dinger hier nochmal wieder zum Laden fahren. Blauschimmel. Hä, was ist denn da der Unterschied? Ei-Blauschimmel, Ei-Blauschimmel. Warum habe ich 6 und 6? Hä? Warum nicht 12? So, ich habe ja doch noch mehr, ne? Oh, ich habe ja 2 Kisten. Ja, warte. Wir machen wieder unsere gute Taktik. Ich habe mir das Gefühl, dass das irgendwie schneller geht, wenn man das so macht. Lalala. Ich hoffe nur, dass ich gerade in die richtige Richtung laufe, wo mein Auto auch steht. Ah ja, ich bin direkt drauf zugelaufen. Das ist gut. So, jetzt hätte ich ja eigentlich schlauerweise schon das mal mit nach hinten nehmen können. Naja, kann ich ja vielleicht nachher hier mitnehmen. Was, um 17 Uhr wird das hier schon dunkel? Ich mir überlege, jetzt gerade ist ja hier Sommer. Entschuldigung, Tannenbaum angefahren. Aha. Wie lange das hier hell bleibt momentan, das ist wirklich lang. Da ist es gefühlt irgendwie bei uns um 20, 21 Uhr noch hell und hier wird es um 17 Uhr schon dunkel. Oder aber es ist einfach sehr nebelig. Das kann auch sein. Uff, Alter, kommt das durch den Aufsatz da oben, dass ich jetzt hier so rumschlingere? Oh, das kam natürlich auch durch den Aufsatz. Einmal verkaufen. Und ich würde sagen, ich fahre gleich weiter. Genau, Weißschimmel. Dann fahren wir gleich weiter und holen graue Farbe. Ich würde am liebsten den hier auch verkaufen, weil der bringt nichts. So ein dummer Kuhkäse, den habe ich aus Versehen hergestellt, weil ich ihn fallen lassen habe. Aber was das für ein Unterschied ist, ne? 187, aber ich weiß nicht genau. Was kostet denn nochmal so eine Packung? So eine Packung Weißschimmel kostet, glaube ich, ja, auch schon so 180 generell. Aber da sind ja 6 Stück immer drin. Also 180 durch 6, 30. Oh, das macht schon was her, ne? Und auch das Ei ist ja auch nicht so teuer. Ich glaube, das sind 6 Dollar plus 30. Ja, schon ein Unterschied. Wobei, das ist jetzt auch gerade noch ein Angebot. Naja, egal. Verkaufen. Ei, Weißschimmel. Mhm. Kuhkäse, Weißschimmel. Ich verkaufe den doofen. Sonst hätte ich da ein Ding drin. Das will ich nicht. Naja, gut. Ah, nein. Ich hätte es ja in den anderen hier reintun können. So, wir fahren einfach los. Frisch, fröm, fröhlich, frei und holen uns ein schönes Farbkonzept. Naja, es wird wahrscheinlich nicht so schön sein, weil es ist halt eine Gedenkstätte. Eine Gedenkstätte ist eher dunkel gehalten. Oh, oh, da ist ein Bär. Warte mal. Nee, Moment. Habe ich den nicht abgeschossen gehabt? Lebt der noch? Der lebt nicht, oder? Ist er tot? Lebst du noch? Der sieht nicht so sehr lebendig aus. Buh. Nee, ich glaube, der ist tot. Ich habe den nicht da gelassen. Oh, no. Oh, nee, ey. Oh, muss ich gleich auf dem Weg gleich nochmal wiederholen. Oh, stellt euch mal vor, der hätte sich jetzt plötzlich bewegt. Alter, hätte ich mich verjagt. Oh, oh Gott, eine fette Wolke. Ich habe mich einfach vor der Wolke erschrocken. Bleibt bei mir, ey. So, wenn jetzt hier noch irgendwo ein Bärchen kommt, dann muss ich den auch noch mitnehmen. Ich lasse das Wildfleisch. Oh, das ist ja auch im Angebot. Das könnte ich ja direkt mitverkaufen. Ja, okay, dann halten wir da gleich auch nochmal an. Oh, ich hoffe, ich schaffe das noch. Zeittechnisch gesehen. Ich glaube, ich werde das Auto hier daneben parken. Oh, nee, ich habe hier noch meine ganzen Aufsätze. Ja, das hat mich wirklich richtig angenervt. So, reicht. Das war so schlecht umgesetzt. Habe ich gar keinen Bock drauf. Wollte ich hier irgendwie auch noch mal was holen? Ich glaube, ich habe hier alles. Oder brauche ich noch irgendwas? Ich habe noch ganz viel Holz. Ich habe noch ganz viel Metall. Ich habe auch noch ganz viel Glas, weil ich aus Versehen zu viel gekauft hatte damals. Ich glaube, ich brauche nichts. Höchstens Deko. Ich habe ja gesagt, Milchkannen würde ich vielleicht noch mitnehmen, aber na, das mache ich vielleicht mal irgendwie, wenn ich dann so richtig, richtig was brauche, dass ich dann richtig viel nehme. Genau, hier waren diese Aufsätze. Die Samen brauche ich auch nicht. Düngermittel. Nee, geh mir weg mit dem Zeug. Ich hatte mich ja so gefreut auf dieses Anbauen und das ist irgendwie, es ist so schade, weil es wirklich so schlecht umgesetzt ist. Helligkeit. Oh, jetzt ist das so ein bisschen bräunlich. Das könnte man ja direkt nehmen fürs Dach. Vielleicht. Fürs Dach? Was meint ihr? Ich glaube ja. Nehm mal 2. Sieht ja manchmal in echt dann, ach, warum habe ich denn direkt 2 genommen? Das ist ja, manchmal sieht es ja in echt wieder anders aus. Jetzt wird es auch noch so dunkel. Naja, gut. Und wie kriegen wir das jetzt ein bisschen grauer hin? Ich würde sagen, man müsste eher in Richtung Blau gehen, damit es gräulicher wird. Weniger Sättigung. Das sieht zu braun aus. Es müsste kühler werden, bitte. Boah, ist voll schwer. Ich will es ja nicht schwarz haben. Das sieht grün aus. Warum sieht denn das grün aus? Habe ich was auf den Augen? Ich kaufe mal hier so eine Buddel. Es ist zu dunkel. Nein, ich krieg die Riese. Okay.
Jetzt haben wir dunkel, also dunkel und sehr dunkel. Ich nehme einfach nochmal zwei. So, vielleicht brauchen wir auch noch was für... Nee, es gibt ja gar nicht sowas wie Bänke. Aber man könnte vielleicht... Es gibt ja auch keine Stühle. Oder? Wir haben doch keine Stühle. Das ist ja das Problem. Wir warten einfach. Wir brauchen auf jeden Fall beim nächsten Mal Stühle. Also beim nächsten Add-on. Das wäre richtig wichtig, dass es da mal Stühle gibt. Richtig ätzend ist das einfach. Ich kann ja sonst noch gucken. Vielleicht habe ich ja irgendwie die Möglichkeit, noch mit irgendwas zu improvisieren. Ah, genau. Oder, genau, ich brauche Rot. Das ist aber sehr braun. Brauchst du ein Rot fürs Kaninchengehege? Vielleicht eher hier? So eine richtig krasse Sättigung. Ben würde bestimmt so ein Knallerot haben wollen. Das sieht doch gut aus. Das sieht richtig knallig rot aus. Dann nehmen wir das zweimal. Was hat er gesagt? Weiß habe ich doch, glaube ich, noch. Naja, schadet ja nicht. Sättigung 0. Nehmen wir noch zweimal weiß mit. Und Helligkeit so. Ich meine, schwarz habe ich theoretisch, glaube ich, auch noch. Aber kann man ja nie genug haben. Außerdem habt ihr euch ja mal ein Farbenhaus gewünscht. Ja, perfekt, ey. Es ist so dunkel. Ich glaube, ich muss mit dem Auto reinfahren. Das geht ja gar nicht. Wie soll ich denn die Dinger hier transportieren? Hallo? Ich komme an meine Dose nicht ran. Was soll das denn? Was soll das denn? Mann, und ich habe auch meine Schlafmatte nicht dabei. Normalerweise wäre es eigentlich richtig cool, wenn ich so eine Schlafmatte hätte. Und dann könnte ich bin aus Wien eingestiegen. Dann könnte ich unterwegs schlafen. Und dann ist halt der nächste Tag. Nein, oh, ich trottel. Jetzt habe ich das nicht verkauft mehr. Oh, nee. Jetzt habe ich hier noch... Ach, wobei... Ach, warte mal. Stimmt doch. Ich hatte ja noch Wildfleisch. Wie blöd. Naja, Pech gehabt. Wir fahren jetzt einfach mit dem Auto rein. Hier machen wir natürlich auch Licht an. Vielleicht fahren wir lieber rückwärts rein. Ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ah, falsch gedreht. Huch, nein. Oh, ich komme noch nie wieder raus. Oh Gott. Ja, Leute, wir sehen uns gleich wieder. Ich packe das hier mal gerade kurz ein. Könnte ein bisschen dauern. So, es sieht fast alles gleich aus. Ich kann nur das Rot erkennen, dass es ein bisschen orange aussieht. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich versuche jetzt einfach wieder ganz unbehelligt nach Hause zu fahren. Hoffentlich treffen wir keinen Bären. Ah, da kommt ein Auto um die Ecke. Fahr, fahr. Heute ist aber eine richtig krass dunkle Nacht. Manchmal wird es ja in der Nacht auch wieder ein bisschen heller, aber irgendwie diese Nacht ist es ja ganz schlimm. Genau, ich wollte doch hier noch meine Kiste abgeben. Warte, ich fahre hier gar nicht so weit drauf. Ich brauche ja nur die und die da mit dem Wildfleisch. So, Blauschimmel? Ist alles Blauschimmel, ne? Ja. Hä, was ist denn der Unterschied? Hier steht Käse-Ei-Blauschimmel, Kuhkäse. Aber was ist denn Käse-Ei-Blauschimmel? Hä? Heißt, warte mal, habe ich vielleicht doch schon mal Ziegenkäse hergestellt und ich weiß das nicht mehr? So testweise? Oh nee, ne? Könnte sein, weil das steht ja nicht Kuh da. Tja. Schade, jetzt habe ich das leider hier verpasst mit dem Wildfleisch. Ich finde es auch immer noch schade, dass man mit dem Wildfleisch nichts weiter quasi anstellen kann. Nicht so zum Beispiel Ragout oder so. Das hätte ich irgendwie cool gefunden. Jetzt muss ich mich leider wieder ein bisschen an der Straße halten. Geht's hier rein? Nein. Pff. Oh Mann, ey, seitdem sie die Straße einmal hier umgeswitcht haben, verfahre ich mich immer. Ist hier die Straße? Alter, das kann doch nicht sein. Wo ist denn diese dumme Straße? Ich glaube, ich brauche wirklich einen Kürbis. Einfach nur hier. Ah, da ist sie. Einfach nur hier unten links und rechts, damit ich weiß, da geht's hoch. Auch wenn der nicht strahlt, weiß ich es halt einfach trotzdem. Das sollte ich vielleicht mal wirklich dran denken. Einfach mal einen Kürbis einpacken oder zwei. Ich habe schon wieder hinten die Klappe offen gelassen. Ich fahre vorsichtig, ne? Pff. Kennt mich ja. Bin aber ganz vorsichtig. So, wir fahren erstmal die Farben zum Hasenkäfig. Dann können wir nämlich gleich morgen früh da weitermachen. Und den Rest der Farben nehme ich einfach mit. Und dann können wir nämlich jetzt gerade mal schlafen gehen. Und während ihr nicht hinguckt, mache ich mal meine Eierarbeit in der Nacht. Das ist nämlich einfacher. Boah, 6.30 Uhr, ey. Das ist ja... Ich kann ja schon fast wach bleiben hier. Jo, ich glaube, ich bleibe einfach wach und streiche mal. Wie würde Ben das wohl machen? Schwarzes Haus, rotes Dach? Weil beim letzten Mal hatte ich ja das genau andersrum. Vielleicht machen wir einfach mal ein rotes Dach. Kann ich das anmalen? Ah, das kann ich ja auch anmalen. Rot? Oh Gott, ist das rot. Okay, Ben wird sich freuen. Alles gut. Ich könnte die Schilder auch anmalen. Rotes Dach. Aha. Dann machen wir den Boden schwarz, das Haus weiß vielleicht. Vielleicht können wir hier auch so ein paar Utensilien einfach ein bisschen rot hervorheben, ne? Sowas vielleicht hier, das da rot, den Tisch vielleicht rot. Ja, so quasi so ein bisschen so die Accessoires rot. Dann habe ich vielleicht ein bisschen viel, das da vielleicht auch. Und dann das da noch. Ja, hier können wir nichts einfärben. Aber hier, Familie Hoppel, genau. Vielleicht können wir die generell so die Tische rot machen. Komme ich hier hoch? Oh, das wäre ja gut, wenn ich hier... Ah, oh, super, ich komme hier so rüber. Jetzt haben wir das schon mal so ein bisschen hervorgehoben. Habe ich viel zu viel. Dann hat er gesagt weiß. Ich habe relativ viel weiß. Ja komm, wir machen einfach das Häuschen weiß. So, so. Ah, ich könnte den Rahmen vielleicht noch rot machen. Und dann den Boden schwarz. Warum habe ich den hier hinten? Ach so, das reichte nicht, ne? Stimmt, das war zu nah am Zaun dran. Deswegen ging das, glaube ich, nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Ach so, ich kann die... Das da unten kann ich einzeln machen. Oh, ganz neue Option. Ja, hier weiß ich noch nicht. Ich guck mal weiter. Ich glaube, ich stelle auch einfach nochmal das Rot rein. Vielleicht brauche ich das ja gleich drinnen noch. Ach so, das ist das Grau. Hä? Ah, das ist dieses Grau für die Kirche. Oder in Anführungszeichen Kirche. Weiß ja noch nicht, ob es eine Kirche ist. Dann machen wir hier den Boden schwarz. Stell das wieder ab. Dann machen wir hier das da rot. Innen machen wir auch rot, genau. Reicht das so, wenn ich jetzt innen auch wieder... Ah, Moment, ich muss ja das Dach von innen auch noch
Aha, genau. Dann machen wir innen natürlich die Wände auch weiß. So, hier haben wir noch eine... Also die ist ja schon schön, schön. Ich glaube, das gefällt ihm ganz gut. Dann könnten wir eigentlich ja den Zaun... Sollen wir den Zaun dann schwarz machen? Wir haben relativ wenig schwarz benutzt. Dann nehmen wir den Zaun in schwarz. Muss ich den von außen auch noch machen? Nee, der ist komplett... Wir könnten ja vielleicht auch so dann die Zauntore wieder rot machen. Draußen sind ja auch noch Schilder. Was machen wir denn dann in weiß? Ah, hier ist auch ein Zauntor. Ich guck mal kurz ein bisschen. Zauntore weiß wäre natürlich auch schön. Ich weiß nicht so recht. Ich kann mich schlecht entscheiden gerade. Ich würde vielleicht das hier weiß machen. Oder wir nehmen es wieder so eher schlicht in weiß. Ich würde mich halt gerne festlegen. Wenn ich halt zum Beispiel jetzt sage, ich mache einmal das Tor rot, dann würde ich es generell halt auch gerne rot machen. Ja, sieht das jetzt gut aus oder ist das ein bisschen übertrieben? Wir lassen die Farben generell natürlich hier stehen. Wir haben ja hier ein bisschen Platz. Und außen muss ich noch die Plaketten muss ich auch noch streichen. Würde ich ja tatsächlich auch fast wieder rot machen. Nein, stopp, komm zurück. Ich wollte ja das hier auch noch färben. Das finde ich sieht gut aus. Ja, das ist doch schön. Hoppala, so. Ach, ich bin ja gespannt, was Ben dazu sagt. Dann haben wir Hoppel. Nein, ich wollte doch nicht das einfärben. Verdammt. Hä? Nein, ich wollte doch außen das Schild machen. Drücke E zum Ändern der Textfarbe. Hä, ich will doch das Schild machen. Toll, da. Da oben muss ich drücken, oder was? Oh, ich habe das nicht gesehen. Warum stehen denn hier eigentlich die anderen Namen nicht drauf? Nein, wir hatten doch... Jetzt weiß ich nicht mehr, wie die anderen Namen waren. Okay, ich mache es erstmal so und dann, tja, haben wir keine Farbe mehr. Ich blöd, Mann. Gott sei Dank haben wir hier noch weiß. Okay, jetzt kann ich wieder so einfärben. Na, Gott sei Dank. Habe ich doch nicht zu viel. Habe ich doch Gott sei Dank noch eine Farbe mehr. Also einen Farbtopf mehr genommen. Puh, so. Ja, das sieht doch gut aus. Dann machen wir hier unten wieder so diese Töpfchen hin. Oder kann ich die unten... Oh, ist so schade. Warum geht das nicht unter den Tisch? Das fände ich irgendwie auch hübsch. Vielleicht kann ich die ja auch so übereinander stapeln. So, wie so eine Pyramide. Cool. Also, falls ich was brauchen sollte, habe ich es hier. Also wirklich, guck mal, das macht doch richtig was her. Das sieht wirklich nochmal anders aus. Jedes Mal, wenn man wieder so eine Farbe draufklatscht, bin ich ja ganz zufrieden. Okay, wir fahren jetzt mit dem Auto weiter. Brumm, brumm. Ja, von hier sieht es auch immer noch hübsch aus. Bitte nicht irgendwo gegenbrettern. Ich sehe es schon da. Hier haben wir noch einen Haufen mit Holzstämmen. Hä? Waren die mal damals, als ich mit Ben irgendwie was gefahren habe? Sind die deswegen noch hier? Also ich finde der Ort tatsächlich, der sieht ganz cool aus. Ich finde es aber voll schade, das habe ich schon mal gesagt. Ich fände es so cool, wenn man einfach diese komplette Blaupause einmal nehmen könnte und dann drehen könnte. So, dass man das hier nochmal so richtig anpasst. Ich muss ja hier ein bisschen näher ran, habe ich gesagt. So, damit ich mich hier auf den... nicht runterfallen. Damit ich mich hier auf den Wagen stellen kann und dann hier von oben aus baue. Bin ich zu weit weg? Naja gut, wir werden es gleich feststellen, ob es zu weit weg ist oder nicht. Da hinten will ich dran, da hinten. Muss ich da reinfahren, damit das geht? Oder muss ich hier erstmal was bauen? Ich hätte auch gleich schon mal den Anhänger mitnehmen können, ne? How ärgerlich ist das? Ich meine, zur Not muss ich das hier vorne einfach erstmal kurz wieder abreißen, damit ich da durchkomme. Okay, guck, das ist ja nicht schlimm. Hat uns ja nichts gekostet. Das ist ja einfach... Warum denn nicht? Dann muss ich das auch wegmachen. So müsste ich da vielleicht drankommen. Och, bitte. Och, bitte. Jetzt machst du das so... Oh. Ist das ätzend. Dass man so bauen muss, ne? Ich finde es einfach nur ätzend. Ich glaube, ich muss es halt so machen, weil hier kommt ja noch ein Turm davor. Falls denn das so funktioniert. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Dann machen wir aber wahrscheinlich hier oben auch so einen Giebel. Ne, Moment, das geht ja eigentlich gar nicht. Eigentlich müsste ich ja hier... Hier kommen wir so an unsere Grenzen. Doch, das geht. Okay, warte mal. Dann machen wir vielleicht sowas hier. Könnte sein, dass das vielleicht nicht ganz so gut aussieht. Vielleicht aber auch doch. Das hätte ich halt gerne... Genau, so rum hätte ich das gerne. Wenn man ja dann von der anderen Seite guckt. Und dann hier quasi so ein... Noch ein höher. Bin sehr unschlüssig. Dann komme ich doch niemals da oben nochmal aufs Dach. Ich muss es probieren. Ich probiere jetzt nochmal das hier oben drauf. Ja, okay. I see. Ich komme auf jeden Fall dran. Das ist gut. Dann würde ich hier wieder umschwenken auf Gartenzeug. Dann nehmen wir einmal das da. So rum. Dann nehmen wir... Oh, jedes Mal, wenn ich nach oben gucke, mache ich das. Vielleicht wieder sowas hier, damit es passt zu den anderen Sachen. Achso, das geht natürlich nicht. Das geht ja nicht. Jetzt muss ich ja doch erstmal das Fundament bauen. Ich hasse es. Und wenn dann was schief läuft, ne? Das ist so blöd. Naja, aber gut, was sollen wir machen? Wir müssen das jetzt riskieren. Geht leider nicht anders. Hier kommen auf jeden Fall keine Fenster rein. Dann werde ich das hier so ein bisschen so anpassen. Ich muss erstmal hier die Eingangstür bauen, sonst kann ich nicht drauf bauen. Das heißt, ich mache erstmal das da. Ich meine, generell wäre es natürlich cool, wenn man hier so eine Treppe hätte, aber die nimmt halt viel zu viel Platz weg, leider. Sonst würde ich das gerne tun. Auf der Höhe machen wir dann einmal Fenster, in der Hoffnung, dass das ganz cool aussieht. Dann kommt dann noch eine Etage. Moment, ich gehe mal kurz ein Stück zurück, um das mir anzugucken. Oder ist das zu hoch? Es sieht nicht so richtig aus wie ein Kirchturm, ne? Ich hätte so gerne da oben so eine Uhr, aber gibt es ja leider nicht. Prinzipiell würde, glaube ich, auch sogar schon diese Höhe reichen. Wir sind mal mutig. Wir machen einfach noch einen höher, damit man die auch wirklich von überall sehen kann. So, von vorne nochmal so eine Dreieckswand. Ja, und jetzt müsste ich halt da oben irgendwie noch dieses Giebelding da draufsetzen können, aber...
Ich komme, glaube ich, nicht dran. Ich müsste halt drin stehen vielleicht. Ja, that's interesting. Das ist jetzt hier. Wie funktioniert das wohl? Hätte ich vielleicht die eine Seite so... Oder geht das? Ich weiß es nicht. Man kann ja so auch generell nicht bauen. Vielleicht könnte ich ja vorne so und so nochmal machen. Oder so und so. Wenn ich dann hier doch nochmal was baue. Das können wir nochmal offen lassen. Oder halt eben, dass ich hier irgendwie so hochkomme. Das muss doch irgendwie gehen. Vielleicht muss ich da auch einen Boden reinsetzen. Ich brauche einfach so ein Gerüst. Warum gibt es denn kein Gerüst? Wait, what? Wieso geht das da? Kann ich es drehen? Nein! Wieso kann ich da das bauen? Ich möchte das bitte hier aber in der Mitte bauen. Wieso geht es da? Warum? Ich kann hier auch nicht aufwärts, abwärts bewegen. Einfach nur blöd. Richtig blöd. Ich meine, gut, man kann halt zur Not, kann ich mir hier Treppen hochbauen und kann die danach wieder abreißen. Ob das so effektiv ist, sei mal dahingestellt. Eher nicht, aber okay, wenn es nicht anders geht, dann ist das halt so. Ich würde sonst erstmal das Holz hierher karren, weil das ist ja, wo steht das? Ist hier gar nicht so weit, glaube ich, weg. Das ist hier irgendwo dieser Anhänger, der steht hier vorne. Ich muss kurz finden. Da, da ist er doch. Nein, jetzt ist meine dumme Klappe hinten offen. Ah, hallo? Nein! Stopp, 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 stopp. Das war so nicht geplant. Oh, ich weiß nicht, ob ich den jetzt anhängen kann. Ha, komm schon, komm schon. Ha, C, C. C, nein. Okay, dann nicht. Ha, oh, pff, C. Oh, es geht doch. Okay, gut. Das war nicht ganz so schlimm. Oh. Kurz ein bisschen zur Seite schieben, alles kein Problem. Der stand da auch echt schlecht. Weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ach, das ist cool. Ich meine, zur Not könnte ich ja hier noch ein paar Bäumchen wegmachen. So der da rechts und der dahinter. Den würde ich eventuell noch wegmachen. Vielleicht lassen wir den aber auch, weil es vielleicht auch ganz hübsch aussieht. Brauchen auf jeden Fall hier noch eine Treppe. Die baue ich mal danach. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade so doof war und ich vielleicht vorher noch mal ein paar Sachen eingelagert habe, wie zum Beispiel Glas, weil ich es ja brauchen werde. Ist ja unwichtig, oder? Warum habe ich denn das nicht mitgenommen? Jetzt muss ich das gleich nochmal holen. Ätzend. Einfach nur ätzend. Ach so, Gott. So, wir bauen jetzt einen schönen Turm hier erstmal vorne und hoffen darauf, dass wir das hier hinten jetzt einfach gleich so anbauen können. Ja, verdammte Axt, jetzt brauche ich natürlich Glas. Das heißt, so kann ich gar nicht weiterbauen. Das ist ja toll. Boah, ist das blöd. Ja, hier kann ich halt nichts weiterbauen. Ich hole das mit einem anderen Auto, ey. Ich glaube, ich nehme mal... nehme ich das? Das Auto ist... Ich habe da so diese Dinger komisch liegen lassen, ja? Ja, ich weiß, ich muss danach wahrscheinlich wieder aufräumen. Super. Wo ist das Glaszeug? Wo habe ich denn das hingelegt? Hier nicht. Vielleicht eine Garage? Normalerweise Garage, solche Sachen. Da. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, ich könnte auch... Ach komm, reicht doch auch, wenn ich das hier ins Auto reintue. So, wir fahren mal hier vor. Vielleicht fahren wir einfach so ein bisschen sogar rein. Müssen wir weniger laufen, das ist immer gut. Ich weiß auch nicht, wie viel ich von dem brauche. Brauchen wir auch Zement oder so? Ja, werden wir auf jeden Fall brauchen. Wir werden Zement brauchen für Lampen, keine Ahnung, für irgendwas werden wir schon Zement brauchen. Dann brauchen wir bestimmt auch das hier. Das ist schon immer so groß. Ich glaube, mein Ding ist einfach so klein. Mein Auto ist so klein. Naja, aber da wir relativ viel hier von dem Glas haben, ich habe relativ viel so mit Gewächshaussachen gebaut, brauchen wir bestimmt ein bisschen was davon. Na, lieber erstmal mitnehmen. Zur Not muss ich es halt nachher wieder rausräumen. Aber bevor ich dann nochmal mit dem Auto wieder hinfahren muss, das ist schon nervig. Deswegen packe ich das lieber direkt ein. Ja, guck mal eine an. Vielleicht kann ich mir doch dann nochmal ein bisschen Metall nachholen. Oder ich habe irgendwo hinter dem anderen, hier hinter meinem Wohnhaus, habe ich vielleicht noch Metall. Man sieht sogar schon hier durch. Eigentlich wäre es doch cool, wenn die Kirche so ein bisschen eine Farbe hätte. Und das hier ist ein schöner Weg. Ich finde, den sollte man bauen können. Guck mal, wie schön das hier hochgeht. Na, da kommt man hier so an. Voll schön. Nee, Moment, nicht ganz so nah ran, weil vielleicht will ich ja hier noch was hinbauen. Oh, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt hier die Treppe runterkriege. Ja, müssen wir gleich mal gucken. Okay, hier brauchen wir Glas. Exakt. Dann brauchen wir nämlich da oben Glas. Hier kann ich ja schon was reinsetzen. Da und da. Achso, da habe ich noch gar keine Holzplanken drin. Oh, ich hätte gedacht, das habe ich jetzt überall schon reingetan. Naja, kann sich aber irren. So, jetzt kann ich nämlich hier auch weiterbauen. Das ging ja vorhin nicht. Was ist denn da kaputt? Ah, wir brauchen vorher eine Treppe. Ich dachte, wir kommen locker ohne Treppe aus. Aber nee, kann wohl nicht so hoch springen. 5 Holzplanken, naja gut. Ich bin so froh, dass ich so viel Holz gekauft habe. Irgendwann mal. Ah, da geht's wieder weiter. Oh, ich komme nicht dran. Wait, what? Ja, jetzt weiß ich wieder, dass ich mir vielleicht doch mal meine anderen Kisten hätte mitnehmen sollen, um mir da eine Treppe rauszubauen. Oh nee, ey. Ja, bis dahin komme ich, weiter komme ich nicht. Jetzt brauche ich eine Treppe. Aber vielleicht haben wir jetzt hier drin die Möglichkeit, ich muss es mal kurz austesten, ob es geht mit dem Dach. Bitte, bitte, bitte. Es muss doch gehen. Ich muss doch hier so ein kleines Dach draufbauen können. Aber ich komme nicht hoch. Ich komme hier einfach nicht oben so weit hin, dass ich das da draufsetzen kann. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Vielleicht hätte ich das zuerst das da wieder wegbauen sollen. Oder reicht das schon so? Vielleicht mache ich das da oben einfach weg. Wie viele Kisten kriege ich hier hin? Ah, ich habe ja noch einen Dachgepäckträger. Okay. Ja, wir müssen improvisieren, Leute. Das war schon immer so. Ich bin gerade am überlegen, ob das überhaupt reicht mit den Kisten. Oh mein Gott, die ganzen Schweine sind groß. Wait. Ich muss mal gerade ganz kurz nachgucken, ob wir eine Sau haben. Weil das wäre wirklich Katastrophe, wenn wir eine Sau noch weiter haben und die kriegt ja dann immer gleich 4, 5 Kinder. Oh, das wäre richtig Katastrophe.
Wir nehmen ganz viele davon mit. Ich werde noch mehr einpacken. Kriegen wir hier noch was zwischen vielleicht? Komm schon, das sieht doch gut aus. Nein, nein. Warum denn nicht? Na gut, dann eben oben drauf. Hä? Was ist das denn für eine Verarsche? Hä, ich hab doch hier oben... Okay, so geht es. Passen denn da zwei daneben? Also passen jetzt hier so vier oben drauf? Was? Passen nicht? Was? What? Das ist ja richtig ätzend. Warte mal, dann... Moment, das machen wir anders. Wir nehmen das da einfach. Sieht auch besser aus, wenn man das oben drauf legt. So, dann haben wir nämlich hier richtig gut Platz. Okay, wie viel kriegen wir denn hier noch hin? Ich muss einmal eben sicherheitshalber nachgucken, ob wir eine Sau... Weil die können ja auch, wenn sie so klein sind, ich glaube, wie die hier, da müsste man das wahrscheinlich schon sehen. Keine Sau. Oder, na, ich weiß nicht. Nee, ich glaube, das ist noch eine Stufe kleiner. Solange wir keine Sau haben, ist alles gut. Solange das nur große Schweine sind, kein Problem. Sieht eigentlich gut aus. Okay, also gut. Haben wir noch trinken? Ja. Haben wir noch Essen? Oh, wird schon wieder knapp. Mhm. Man muss füttern. Pferde, alles in Ordnung. Alles wieder auffüllen. So. Ja, auch alles okay bei den Hühnchen. Ach Mann, ey, seit wann legen die immer ihre Eier draußen? Ich habe 4 Eier, die hier draußen rumgammeln. Früher haben die sich immer so schön an die Absprache gehalten. Mann, jetzt machen sie das nicht mehr. Oh, ich hoffe, dass das überhaupt funktioniert hier. Das ruckelt hier schon wieder leicht, ne? Ich befürchte, das Problem sind wieder die Schweine. Das ist echt immer so graus, dass das nicht weitergeht hier. Dass das ab einer bestimmten Anzahl immer anfängt, so krass zu ruckeln. Naja, ich hoffe, sie arbeiten dran, weil die machen ja eine neue Engine, das habe ich ja schon mal erzählt. Und ich hoffe, dass das dann funktioniert. Man kann halt immer nur 2 übereinander stapeln. Kann ich das nicht vielleicht einfach hier rauf tun? Oh, so quer? Oh, das geht auch. Oh, das heißt, wir haben noch mehr Platz. Das ist gut. Ja, 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 ja. Sehr schön. Vielleicht kann ich da auch noch eine Kiste draufstellen. Oh, nice. Und vielleicht dann noch eine? Oh, noch besser. Ich weiß doch nicht mal, ob ich das überhaupt so hinkriege, ne? Ich muss das jetzt erstmal ausprobieren, ob das klappt. Oh, wie das ruckelt. Oh, ich weiß gar nicht, ob ihr das so krass seht. Das sieht so süß aus. Das Hähnchengericht, wollte ich gerade sagen. Das Hähnchengehege ist so süß geworden. Und ich liebe diesen Weg hier hinten. Gib mir bitte einen Weg, Tool. Ich könnte ja jetzt halt auch aus diesen Baumstämmen zum Beispiel einen Weg bauen, aber das ist so blöd, wenn man da einmal gegenfährt. Das macht einfach keinen Spaß. Ich habe das ja damals schon mal ein bisschen ausprobiert, aber nee, das ist blöd. Vielleicht hole ich mir auch meinen LKW, um dann noch höher zu kommen. Ich glaube, vielleicht kann ich das hier bauen. Komm dann da oben drauf auf das Teil hier. Ich glaube, das ist vielleicht eine gute Idee. Und dann von dem Teil mit Kisten nach oben, um da dann drauf zu bauen. Okay, das heißt also, wir bauen erstmal weiter hier. Ich glaube, ich versuche das mal so. Ich werde sowieso gleich wieder schlafen müssen erstmal. Nein, warum habe ich denn das jetzt gemacht? Jetzt muss ich hier erstmal reinlatschen, ich Trottel. Das war keine so gute Idee. Ich hole mal wieder hier. Es rollt runter. Ich wollte gerade mal wieder so ein bisschen mehr Planken herholen. Das klappt leider nicht so ganz gut. Ich versuche erstmal, dass ich hier das Dach schon habe, dass ich einmal nur hier vorne auf das Dach rauf kann, wisst ihr? Um zu gucken, ob das überhaupt funktioniert generell. So, jetzt brauchen wir nämlich hier das Dach. Wie viel brauche ich? Zuerst brauche ich das. Ach stimmt, da muss ja Glas rein, ne? So, dann brauchen wir Glas. Wo ist Glas? Hier. 3 Stück, okay. Aber ich habe ja noch mehr. Alles gut. Erstmal das, damit ich das bauen kann. Glas, wo bist du? Da. Puh, ich habe immer noch gar nicht so viel gebaut und bin schon am Überlegen, ob das Glas reichen wird. Oh weia. Glas... Glas. Aha. Jetzt brauche ich Holzplanken. Und wir brauchen ganz, ganz dringend Licht hier. Ich baue einfach schon mal eine Wandlampe. Ach, das ist immer besser so zu bauen. Ich habe ja Gott sei Dank alles dabei. 4 Holzplanken, 1 Metall. Das ist hier oben drauf. Nee, warte mal. Ich habe Zement in der Hand. Upsi. Ich will nicht bei Nacht bauen. Wenigstens einmal hier ein Licht bauen. Einschalten. Das macht doch schon was aus. Egal, wir werden jetzt lieber einmal schlafen gehen, weil so bauen ist nicht sehr lustig. So, gerade noch Eier gesammelt. Jetzt gehe ich wieder schlafen. Oh, guten Morgen. Ja, hatte ich auch wirklich nötig, weil ich habe letzte Nacht durchgemacht. So eine kleine Mütze Schlaf ist doch was Schönes. Ach, ich bin wieder begeistert. Das ist wirklich gut geworden. Vor allem immer so diese Mischung aus meinen bunten Gebäuden und dann wieder so diese ollen Sachen wie die Garage oder irgendwas anderes noch. Passt eigentlich gar nicht so, naja, es passt nicht so wirklich zusammen, ne? Aber ich will die auch nicht abreißen. Ich finde die eigentlich auch ganz hübsch. So, mal gucken. Jetzt haben wir ja hier schon mal den vorderen Bereich. Eventuell würde ich hier noch was bauen. Aber hier kann ich eigentlich auch keine Wand vorsetzen, ne? Weil dann macht ja dieses Fenster gar keinen Sinn. Vielleicht einfach nur so ein Boden? Ah, ich weiß noch nicht. Bin noch unschlüssig, was ich da gut finde. Okay, hier fehlte, glaube ich, noch Holz. Da oben fehlt auch nur noch Holz. Boah, wie schnell dieses Holz auch weniger wird. Das muss ich auch wieder machen. Zwischen den Folgen werde ich mir wieder Holz holen. Okay, jetzt habe ich die Möglichkeit, irgendwie oben drauf zu kommen. Hoffentlich. Und dann, versuch mal... Oh mein Gott, ich versuche ein bisschen näher ranzufahren, wollte ich sagen. Aber dieses Auto ist relativ flach. Eventuell so.
Nee, das wird niemals was. Abgestürzt. Ich glaube, ich werde mir generell einfach mal meinen LKW holen. Ich hoffe, ich komme da jetzt vorbei. Ups. Allein dafür ist der LKW gut. Beziehungsweise eigentlich ist der LKW nur dafür gut, weil man so schwer die Sachen da reinstellen kann. Also man kann den LKW einfach nur so bescheuert vollpacken. Macht gar keinen Spaß, weil man da einfach nicht richtig rankommt. Deswegen nehmen wir einfach den LKW und benutzen den als fahrbare Leiter. Muss nachher nochmal gucken, ob bei den Pferdchen auch alles in Ordnung ist. Nicht, dass da wieder jemand wegstirbt. Das wollen wir ja nicht. Hier stehen vielleicht auch noch ein paar zu viele Bäume, gerade für meinen LKW. Schade, der war so schön eingeparkt. Muss, glaube ich, einen langen Weg wählen. Ich weiß nicht, wie viele Bäume da rechts noch stehen. Hier kommt man leider nicht immer so gut durch mit dem großen Teil. Naja gut, sollte man normalerweise ja auch nicht, aber wir sind jetzt nur in der Bauphase und deswegen brauchen wir den jetzt gerade mal hier. Oh Gott. So, ich kann ja eigentlich hier... Nein. Was ist denn? Okay, das war nichts. Nochmal. Stopp. Alter, der ist aber auch... Ja, so ist vielleicht gar nicht so schlecht. Nein, nicht rüber. Ja, stopp. Schnell aussteigen. Aussteigen, aussteigen. Okay. Das könnte vielleicht noch funktionieren. Dann muss ich den jetzt hier ranfahren und vielleicht kann ich von dem auf den LKW draufspringen. Wie der LKW da drin steht. Mann, ich hasse es, dass das nicht einfach mal ganz normal funktioniert. Nee, niemals wird das was. Vor allem das Problem ist, ich glaube, ich kann die Dinger ja hier auch nicht drauf stapeln. Ich könnte das höchstens halt hier so davor stapeln und das dann als Stütze so nehmen. Also quasi erstmal da drauf springen und dann auf den LKW. Hoffentlich geht das. So könnte ich doch vielleicht... Ja, das sieht gut aus. Okay, das sieht auch gut aus. Jetzt hier oben drauf. Und jetzt? So müsste ich ja jetzt auch... Gott, bei dem Wetter. Und ich habe natürlich gar keine Holzplanken hier. Und jetzt müsste ich halt gucken, dass ich das Dach irgendwie oben drauf kriege. Genau, so nicht. Boah, ist das ekelhaft. Ich meine, ich mag ja Regen, ne? Aber nicht so. Nicht so. Hilfe. Ja, aber wie soll ich denn? Das geht nicht. Ich hasse dieses Bausystem. Das Bausystem, das macht mich so wahnsinnig. Warte mal, war da was? Nee. Wait. Wir versuchen was anderes. Moment. Vielleicht schaffen wir das so. Pass auf. Wir müssen das System umgehen. Das kommt wieder weg. Hier haben wir ja noch gar nichts reingesetzt, ne? Alles gut. Jetzt machen wir Folgendes. Jetzt machen wir so. Setz mich doch bitte mal da hinten dran, du Dödel. Oh, ich hasse dieses Ding. Komm schon da hinten. Warum geht das denn nicht da oben dran? Alter. Nein. Da. Hallo. Why not? Geht das nur auf... Warte mal. Vielleicht geht das ja nur auf Glaswände. Ich krieg gleich einen Blitzschlag hier, weil ich so mitten auf dem Dach stehe. Wir gucken mal, ob es vielleicht daran liegt. Vielleicht ja auch so schon? Nein. Vielleicht könnte ich ja... Kann ich da oben raufspringen? Mit einer weiteren Kiste wäre ich vielleicht gut bedient. Er will einfach, dass ich das nicht tue. Komme ich an irgendwie eine Kiste dran? Aha. Jetzt ist die Frage, kann ich die hier draufstellen? Ist mir auch egal, wie die steht. Hauptsache, sie steht irgendwie. So meinetwegen? Okay, so. Leute, ich versuche alles. Okay, jetzt komme ich vielleicht hier rauf. Oh Gott, ich stehe einfach auf der Spitze von irgendwas. Bitte, komm schon, das war doch jetzt gerade hier. Ja, so wäre es ja gut. Nur eine Etage höher, bitte. Ja, so kann ich halt auch nicht bauen. Ich hasse es so sehr. Vielleicht ist das ein Problem. Vielleicht aber auch einfach nicht. Wir können schon mal hier ran. Das ist schon mal gut. Ich kann halt nicht bauen, weil ich halt im Weg stehe. Aber wenn ich jetzt... Okay, Wasser. Moment, hier haben wir noch ein paar Kisten, ja? Das geht doch. Wir kriegen das schon hin. Alles gut. Guck mal, man kann so bauen. Das ist alles in Ordnung. Jetzt könnte ich hier rauf. Warum nicht? Nee, okay, gut. Dann eben nicht. Dann von da. Komm, ich kann auch hier hochgehen. Stell dich doch nicht so an. Na, siehste. So, jetzt müsste ich auf jeden Fall ja hier oben drauf bauen können. Das ist ja jetzt schon mal, oder? Warum nicht? Was denn? Ach so, weil hier was anderes steht. Natürlich, deswegen geht das nicht. Oh Gott, diese Blitze da im Hintergrund. Ah! Leute, ich gebe auf. Ich glaube, ich kann das da oben. Das geht nicht. Auf jeden Fall nicht so, wie ich das mir jetzt gerade vorstelle. Aha, das würde gehen. Was soll denn das? Da war doch gerade... Hallo? Es ist aber ganz kurz da und dann ist es wieder weg. Kannst du das bitte einfach mal kurz da... Hä? Ich hab's gebaut, ich habe einfach ganz schnell gedrückt. Okay, ich sag euch was, es geht wahrscheinlich nicht besser. Ich hätte gerne einen höher gehabt. Vielleicht hätten wir es hingekriegt, wenn wir so eine provisorische irgendwas gebaut hätten, aber... Nee. Ich habe einfach keinen Nerv mehr darauf, dass es nicht richtig funktioniert. Ich würde das hier gerne auch hinten bauen, bitte. Jetzt komme ich da natürlich nicht mehr durch. Kann ich mich ducken und dann komme ich da dran? Das ist doch einfach nur zum Mäusemelken. Ich komme da hinten nicht dran. Muss ich da vielleicht einen Boden reinziehen? Ach so, nicht so einen Boden natürlich. So einen Holzboden. Wenn ich den da reinziehe, wenn ich hier so einen Holzboden reinziehe, kann ich doch... Warte mal, das geht doch. Okay, Moment, dann kann ich ja das doch höher bauen. Okay, Leute, das müsste ja gehen. Aber wie komme ich jetzt an mein Holz? Das steht so weit. Nein! Komme ich hier überhaupt wieder hoch? Ich versuche das so nah ranzufahren, dass ich vielleicht... Was tue ich? Vielleicht komme ich hier so ran. Da, wenn ich da so runtergehe, müsste ich da rankommen. Oh, ich habe wieder das komische Krabbeln hier. Das große Krabbeln. Jetzt muss ich nur da wieder hochkommen. Ich nehme nochmal eine Box mit, man weiß ja nie. Moment, ich muss ja auch noch Glas mitnehmen. Warte mal, kann ich damit Glas mitnehmen? Natürlich nicht. Falls ich nochmal eine Box brauchen sollte, lege ich die da hin. Dann nehmen wir Glas mit. Wie viel Glas brauche ich denn wohl? Gott, bitte mach, dass das reicht. Oh nein, was ist mit meinen Farben? Das geht schon mal. Komme ich an die Farben dran? Boah, weiß es nicht. Wir legen erstmal das hier ab. Das geht schon mal. Oh, na Gott sei Dank.
Oh, ich dachte gerade schon, wo wir schon mal hier sind, ne? Machen wir so, so. Nehmen wir so ein bisschen was mit. Oh, fast drüber gelaufen. Einsetzen. Jetzt kommt's. Leute, pass auf. Wie oft habe ich das schon gesagt? Pass auf. Jetzt versuche ich es noch einen höher zu machen. Das Ding schnell aus der Hand nehmen. Nicht, dass ich hier aus Versehen was wegballer. Das wäre ganz übel. Was habe ich gesagt? Ich wollte hier eine Holzwand haben eigentlich. Genau. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. Dreck. Was ist denn du? Warum komme ich denn jetzt hier nicht mehr hoch? Vielleicht hilft uns ja das Teil hier ein bisschen. Es hilft tatsächlich. Krass. So. Ja, dann versuchen wir doch jetzt einfach mal ganz, ganz easy hier ein Dach draufzusetzen. Theoretisch müsste das ja schon gehen, wenn ich nur zwei Wände hätte, oder? Oder auch nicht. Nee, war ja auch nur so eine Idee. Also ich verstehe einfach diese komische Dachproblematik, die verstehe ich einfach nicht. Ich verstehe nicht, wo jetzt das Problem liegt. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich habe so keinen Nerv mehr darauf, dass das einfach nicht funktionieren will. Wir machen jetzt einfach so, machen dann gleich das hier oben drauf. Wir wissen ja, dass es geht. Wir haben das ja schon ausprobiert. Das heißt aber, ich werde jetzt erstmal das hier bauen, weil sonst komme ich hier nachher nicht mehr durch. Holz, Glas rein, dann hier das Dach drauf. Nein, 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 nicht abreißen bitte, nicht abreißen. Nerven 3000, ey. Habe ich noch Holz? Jo, so. Okay, wir haben es. Jetzt würde ich gerne, wo wir gerade hier sind, direkt streichen. Ich weiß zwar nicht, ob ich überhaupt von außen streichen kann. Ich muss auf jeden Fall das hier stehen lassen. Ich komme nicht rein, oder? Doch, nein, 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 doch. Ja, das ist schwarz, oder? Okay, das ist eine Farbe. Wie schlau, das ist eine Farbe. Ich glaube, das ist schwarz. Dann ist das noch grau. Ich muss gucken, was ich brauche. Vielleicht könnten wir auch ein weißes Dach nehmen. Wir haben grau, grau und grau. Wunderbar. Nee, warte mal, das ist doch schwarz, oder? Ist das nicht schwarz? Ich bin verwirrt. Moment, das müssen wir nebeneinander stellen. Hä? Okay, wenn ich Licht, dann mache ich noch weniger. Ich habe gar keine Ahnung. Also das ist auf jeden Fall grau. Aber was ist das jetzt? Ist das schwarz? Das sieht doch eher aus wie grau, oder nicht? Bist du grau, wenn ich es in der Hand habe? Sieht das eher grau aus, oder? Ich kann die Dinger nicht unterscheiden. Oh Gott. Ich hätte direkt das Schwarz einfach woanders hin tun sollen. Ich glaube, das ist eher schwarz. Tja. Ich weiß nicht, was ich mache. Wir machen hier vorne einfach weiß. Guck mal, wir machen einfach das Dach weiß. Ist ja quasi ganz nah an den Engeln dran und deswegen machen wir das jetzt so. Okay, das hat auf jeden Fall schon mal geklappt. Das ist gut. Von innen, ich weiß noch nicht mal, ob ich das überhaupt von innen streichen muss. Ich hab's einfach mal getan. Ich meine, wenn wir es nicht wissen, wir können ja auch generell einfach das Dach weiß machen. Ich habe jetzt natürlich nicht mehr so viel weiß über. Das andere weiß steht ja da hinten. Deswegen werde ich wahrscheinlich, ich muss wohl nochmal hoch gleich. Ja, ich krieg das wohl nicht anders hin. Jetzt müssen wir das hier vorne noch verschließen. Das ist aber auch echt immer wieder ein Krampf, ne? Kann's nicht anders sagen. Gerade wenn man so hier in dieser Höhe baut. Ich wollte gar nicht so lange aufnehmen. Jetzt dauert das schon wieder so krass. Ich kann immer noch das Schwarz nicht unterscheiden von dem Grau. Man könnte halt auf jeden Fall vielleicht doch nochmal auch eine andere Farbe nehmen, ne? Dass man das hier ein bisschen dunkler macht. Also nur generell den Turm dunkler und den Rest vielleicht ein bisschen heller oder andersrum. Oder den... Was macht mein Auto da? Es hat gerade wieder... Mein Auto lebt. Mein Auto lebt. Ne, ich meine, dass man vielleicht hier irgendwie was Farbiges hat oder so. Das ist doch schwarz. Zu dunkel. Nur so ein bisschen dunkel. Vielleicht wäre sogar fast braun besser gewesen. Ich kann mich ja noch umentscheiden. Ich kann ja noch umstreichen, könnte ja das wieder nehmen. Ich werde einfach mal hier ein bisschen weiß streichen und dann gucken, ob mir das ganz gut gefällt. So, komme ich hier vielleicht, kann ich so um die Ecke gucken? Ich kann nicht. Oh, naja, da muss ich ja sowieso von innen wahrscheinlich malen. Ich werde mal erstmal wieder runterkommen. Ich glaube, ich nehme auch die Farbe mit. Aber ich muss nachher auf jeden Fall nochmal hoch. Deswegen lasse ich das auch hier oben so stehen. Aber ich würde vielleicht gucken, dass ich das hier in der Farbe streiche. Oh, ich habe es, glaube ich, sogar getroffen. Wow. Eigentlich ja Quatsch. Warum sollte ich jetzt schon streichen, ne? Ich muss jetzt erstmal hier alles anbauen. Also ich brauche erstmal hier unten das da. Ich habe so die Befürchtung, dass ich wahrscheinlich nicht fertig werde. Oh nö, ich muss ja den LKW wegfahren. Das geht ja gar nicht sonst. Verdammt, der steht ja in der Kirche drin. Ja. Wie ungünstig. Komme ich ja doch nicht mehr so hoch. Ja, also dann fahren wir mal den LKW ein Stückchen. Oh. Das geht natürlich nicht, weil hier steht ja das Auto und da steht ja auch noch... Oh, was für ein Chaos. Ich baue das schon mal einfach hier hin. Ich sag mal so, die Physik in dem Spiel ist schon sehr interessant, oder? Ich bin ein Künstler im Kistenstapeln. Okay. Ja, muss ich mein Auto halt wieder umfahren. Also ich meine nicht umfahren, umparken. Oh, nein. Na, ich rutsche einfach immer den Berg runter. Schnell aussteigen. Ich weiß nicht, ob das hier... Nee, das passt überhaupt nicht, aber egal. Wir müssen halt trotzdem einfach hier erstmal weiterbauen. Ich hätte nicht gedacht, dass das hier so kompliziert wird. Ich muss das hier irgendwie nach drinne kriegen. Ich weiß gar nicht genau, wie viel ich brauche. Bestimmt noch ein bisschen. Ich habe ja auch noch die ganzen Wände. Mein Holzvorrat geht zur Neige. Oh, da muss ich an Anno denken. Ja, wir machen erstmal hier die Wände, ne? Weil nachher muss ich hier vielleicht nochmal durchgreifen. Deswegen mache ich die Wände noch nicht hier. Machen wir lieber erstmal hier hinten. Dann mache ich die vordere Wand da als letztes. Die kann ich noch machen. Siehst du, das reicht nämlich nicht. Glas brauchen wir auch richtig viel. Wie viel Holz steckt hier schon wieder drin? Sehr, sehr viel. Auch das Dach ist halt heftig teuer.
Kann ich überhaupt schon? Nee, kann ich noch nicht, weil es fehlt ja diese Seite noch. Ah, okay, wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Glas. Mein Glas. Oh nein, jetzt sag nicht, mein Glas liegt auf dem Dach. Hier ist auch noch was. Ich nehme einfach das hier. Ich weiß nicht mehr, ob das reichen wird. Oh, da fehlt eine Holzplanke. Was? Upsi. Aha. Wird knapp. Nein, da ist ja auch Glas. Ah, okay. Okay, alles gut, alles gut. Das hätte eh nicht gereicht. Hm, jetzt reicht hier noch das Dach. Kriegen wir auch noch hin. Okay, das hier geht nicht. Hier fehlt noch Holz. Kriege ich denn das trotzdem? Oh, das geht doch schon. Es ist egal. Es reicht schon, wenn es an einer Seite befestigt ist. Ach so. Ah, das ist ja gut zu wissen. Ja, jetzt haben wir das auch verbraucht. Boah. Oh, nee, jetzt sag nicht, dann das Glas fehlt, was auf dem Dach liegt. Oh, vielleicht auch nicht. Ich brauche nur noch 3. Es sind genau 3. Oh mein Gott, es hat haargenau gereicht. Und das Holz brauche ich auch noch 6 und 3. Oh, gleich ist auch das Licht weg. Na komm, wir kriegen das noch hin. Ja, ja, ja. Und 3. Oh, fertig hier. Was da oben lasse ich mal stehen. Das gibt's echt nicht, ne? Ich denke die ganze Zeit, okay, ja, jetzt reicht's. Aber es ist gar nicht so schlimm mit dem Turm. Ich hätte gedacht, das ist noch schlimmer. Also, weil ich hätte gedacht, ich bräuchte es noch höher. Und auch mit dem weißen Dach finde ich es jetzt nicht so schlecht. Hier kurz schlafen und hol mir weiße Farbe dann. Und schon wieder ein neuer Morgen. Mich würde mal interessieren. Ach, ich wollte gerade sagen, wie viele Tage ich hier schon bin. 55 Tage? Oh, krass. Ich hätte gedacht, ich bin viel länger da. Ich nehme jetzt einfach das Weiß mit. Das wird wahrscheinlich auch nicht reichen, ne? Oh. Ich hätte echt so vom Gefühl her gedacht, dass es viel, viel mehr Tage sind. Weil ich habe ja zwischendrin dann auch mal aufgeräumt und so. Und dann sind ja so viele Tage auch mal flöten gegangen. Also das war schon gefühlt mehr eigentlich. Ich frage mich gerade, ob ich jetzt hier oben drauf springen muss. Sag mir nicht, komm nicht auf mein Auto. Hä, was ist los? Hallo, ich kann doch hier wohl auf die Stoßstange. Na, geht doch. So, genau. Jetzt wollte ich einfach nur hier so ein bisschen streichen. Aber ich komme da oben nicht dran. Hm. Da muss ich wohl doch oben drauf. Schade, ich habe gedacht, ich könnte vielleicht, aber nein, wohl nicht. Ach, ich hätte gar nicht drauf springen müssen. Guck mal, es geht auch so. Ja, und jetzt habe ich ja das Problem. Jetzt komme ich natürlich hier nicht mehr hoch, weil ich habe ja das Auto wegfahren müssen. Ich muss den einfach ganz, 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 ganz nah an meinem Gebäude dran parken. Aber das schlingert und schliert hier. So, ne? Komm schon so. Ja, 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 ja. Okay, das könnte jetzt funktionieren. Hä? Wie weit bin ich denn weg? Das sah so aus, als sei ich komplett nah dran. Geht ja gar nicht. Okay. Ja, 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 ja. Das ist gut. Oh, jetzt reicht das wieder nicht, ne? Muss ich wieder neu bauen. Huch. Oh nein, jetzt habe ich das aus Versehen weggeschoben. Oh, ich hoffe, es reicht. Jetzt irgendwie hier oben drauf kommen. Vielleicht komme ich auch direkt aufs Dach. Wo ist meine weiße Farbe hier? Die nehmen wir direkt mit. Hui! Ja, hui! Ich brauchte den gar nicht. Nein! Ich habe den überhaupt gar nicht nötig gehabt. Oh nee, und jetzt habe ich auch noch... Moment mal. 2. Toll, jetzt habe ich hier 2 über und da 13. Kein Kommentar. Ach so, warte mal, ich muss ja von innen auch noch streichen. Na dann, okay, dann brauche ich das wohl wahrscheinlich doch noch. Warum bin ich denn jetzt runtergesprungen? Jetzt komme ich ja nicht mehr an meine Sachen dran. Oh, die schmeißen wir runter. In welche Richtung? Eigentlich nach da, ne? Aha, nein, ich dachte, sie fallen. Tschüss. Oh, ich bin fast runtergefallen, hoch. Ein bisschen überengagiert. Nein, wo kommt die denn? Na, oh Gott. Kann ich sie vielleicht einfach abstellen? Nee, kann ich nicht. Hä? Wo ist sie denn hin? Ach, da. Die ist irgendwie durch irgendwas durchgeglitscht. Okay, hä? Manchmal glitschen die Sachen so durch irgendwie. Oder kann ich das dann doch da unten ablegen? Ach so, ich sehe das einfach nur nicht. Na, na, okay, gut. Glas muss eigentlich wieder hier hin. So, und dann haben wir ja noch die Farben, von denen ich leider nicht weiß, was was ist. Ich glaube, das ist grau. Ja, ich meine, das... Ja, also jetzt sieht man es, glaube ich... Das ist... Keine Ahnung. Ja, vielleicht sieht man es doch nicht. Ist das schwarz? Oh, das sieht einfach alles gleich aus. Mist. Ich benutze es einfach nicht. Keine Ahnung, sieht doch alles gleich aus. Wir nehmen das. So, dann gehen wir einmal außen rum. Malen hier alles schön an. In diesem wunderschönen grau-braun Dreckfarbe. Vielleicht reicht es ja sogar auch noch. Hier sieht die Farbe schöner aus. Hier sieht sie wirklich eher aus wie braun. Cool, das hat gereicht. Vorne, glaube ich, machen wir dunkel. Das brauche ich wahrscheinlich jetzt eher für innen. Ist ja eh nur noch 1. Oh, das könnte knapp werden. Das ist auf jeden Fall die Farbe, die ich hier schon mal benutzt habe. Deswegen, oh oh. Ja. Ja, da müssen wir uns auch noch mal was überlegen. Da oben komme ich nicht dran. Für hier unten habe ich auch noch keine Idee. Da brauche ich vielleicht auch noch mal eine andere Farbe. Oder wir nehmen halt wieder weiß. Aber ich habe auch kein weiß mehr. Tja, und für die Treppe könnte man auch eventuell eine Farbe mitnehmen. Oder halt eben schwarz oder so dieses dunkle. Ah, gucken wir mal. Weiß ich noch nicht. Oh oh, jetzt habe ich das gemacht und wahrscheinlich habe ich jetzt Innenproblem. Ich weiß ja nicht, welche Farbe das ist. Das wird nicht reichen. Nein, Leute, es reicht nicht. Jetzt muss ich rausfinden, welche Farbe das war. Ene, mene, Misse, es rappelt in der Kiste. Ich nehme die rechte. Eventuell haben wir ja das Glück, dass man es dann an der Wand sieht, dass es anders ist. Sieht irgendwie gleich aus, oder? Also, ich meine, solange es gleich aussieht, ist mir das egal. Decke. Und dadurch, dass wir hier auch noch so ein bisschen Licht, also so ein bisschen Fenster haben, haben wir auch noch direkt Licht drin. Finde ich ganz gut. Und hier muss ja dann wieder die andere Farbe quasi hin. Und das da innen von in weiß. Ich weiß noch nicht genau, wie man hier einen Altar bauen kann. Wahrscheinlich legen wir dann da auf den Altar ein Hühnchen oder so. Weiß was nix ab. Hm. Und ob das hier reicht?
Ich weiß nicht. Ich glaube, naja gut, aber es hat von außen ja auch gereicht eigentlich. Oder? Es hatte doch gereicht. So, wie viel haben wir noch? Na komm schon, es werden doch wohl noch zwei sein, oder? Ja, oh, es hat genau gereicht. Oh Gott, wie knapp war das denn bitte? Können wir jetzt noch das Weiß mitnehmen? Und das andere Weiß auch, weil das sind ja nur noch zwei. Dann haben wir nämlich dadurch, dass es hier von innen weiß ist, sieht es auch ein bisschen freundlicher aus. Weil wir haben ja schon so diesen dunklen, diese dunklen Wände. Wenn man dann das hier so weiß streicht, ist glaube ich ganz gut. Weiß, den Giebel auch in Weiß. So ein bisschen dieses Engelsgleiche. Okay, das reicht tatsächlich auch. Guck mal, das sieht doch wirklich sehr freundlich aus. Auch so mit dem Durchsichtigen. Das ist doch eigentlich eine schöne Gedenkstätte. Wir könnten ja vielleicht auch ganz, ganz viele Pflanzen hier noch reinbauen. Aber das mache ich jetzt nicht mal. Also die Inneneinrichtung schaffe ich, glaube ich, nicht heute. Ich denke mal, ich werde wahrscheinlich auch richtig viel wieder zusammenschneiden. Oh, ich wünschte, es würde irgendwie mehr Pflanzen geben. Wir haben ja nur die da und die und den Kaktus. Ja, man braucht auf jeden Fall auch schon Pflanzen, wenn man hier so reinkommt, ne? Finde ich. Muss ja schon auch so ein bisschen schön aussehen. Manchmal steht ja auch, wenn man so reinkommt, irgendwie so ein Tisch, wo man irgendwie dann so in so ein Buch reinschreiben kann. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier so gut finde. Ich glaube, der ist zu groß. Wobei, vielleicht doch hier. Einfach so in die Ecke, dass man da irgendwie so, also man kann sich ja dann so vorstellen, dass da quasi so ein Buch liegt. Ja, wir haben leider nicht so viele Optionen. Ich weiß nicht so genau, was man da noch so reinstellen kann in die Kirche. Kann man sowas reintun? Könnte ich damit irgendwas verbinden? Oh, ich könnte es sogar hier reinstellen. Wonach sieht das denn aus? Könnte das vielleicht zu einem Altar werden? Oder so ein Wandbild im Hintergrund mit so Holzstämmen drin. Ich habe keine Ahnung, Leute, ey. Weiß ich nicht. Ich muss mal so ein bisschen gerade mich da vorstellen. Macht das irgendwie Sinn? Nicht so richtig, ne? Keine Ahnung, ey. Ja, ich warte mal ab. Vielleicht habt ihr ja ein paar gute Ideen. Oh Gott, ich dachte gerade, ich hätte hier irgendwas. Oh Gott, nee. Da hätte ich also nochmal machen müssen. Boden brauche ich noch eine Idee. Weiß ich noch nicht so genau. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Vielleicht auch wieder was Helles. Pfirsichfarben oder so. Irgendwas Schönes. Weil ich möchte nicht so eine düstere Gedenkstätte, sondern irgendwie so einen guten Mix. Aber es geht, glaube ich, schon in eine gute Richtung. So. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Und ich muss gucken, wie ich das da oben bemalt kriege. Das ist, glaube ich, die Farbe für oben, ne? Ich tue die mal hier rein. Nicht, dass ich dann irgendwie wieder das durcheinander kriege. Das lasse ich auf jeden Fall auch hier, weil das werde ich wahrscheinlich noch brauchen für Lampen etc. Ja, das ist auch ganz schön mau hier. Ah, ich mache hier schon mal die Holzplanken rein oder da. Ich habe hier gerade noch welche liegen. Guck mal, da haben wir das nämlich schon mal fertig. Dann brauchen wir eh nochmal neue Farben. Ist ja ganz gut. Da muss ja sowieso nochmal hinfahren. Da liegt auch noch ein Brett rum, das können wir auch noch kurz verarbeiten. Ah, Metall. Genau, Metall. Hier auch Metall. Zement habe ich hier auch hingeschmissen. Boah, und vielleicht muss ich echt in der Zwischenzeit auch nochmal wieder Holz kaufen gehen. Oh, das will ich eigentlich nicht immer in der Folge machen, weil das halt einfach so lange dauert immer. Das muss ich dann sowieso alles rausschneiden. Ja, guck mal. Jetzt haben wir doch hier schon mal einen ganz guten Eingangsbereich für den Beginn jedenfalls. Man könnte halt auch so Holzstapel immer hinlegen. Also so quer. Ja, so. Und dann tun wir so, als seien das halt Holzbänke. Oh, ich kann es noch nicht mal... Guck mal, wir haben schon wieder ein Problem, dass es halt nicht gerade ist. Da bin ich schon wieder gar nicht von begeistert. Ich bin eh nicht davon begeistert, weil ich es nicht gut finde. Ist halt sonst sehr leer, ne? Naja, ich warte mal ab. Mal gucken, was ihr so erzählt, was ihr so meint. Ich würde mich wirklich freuen über Anregungen. Wirklich, wirklich. Wenn ihr da gute Ideen habt und mir irgendwie ein paar gute Sachen sagen könnt, was ich hier noch machen soll. Ich könnte ja vielleicht auch das da drinnen noch so unterteilen mit Wänden und so kleine Parzellen machen. Das ist dann halt keine typische Kirche, weil wir haben ja eh keine Stühle. Dass man hier so kleine Räumchen macht und dann halt überall so die Gräber irgendwie hier so reintut. Sekunde, ich zeige euch kurz, was ich meine. Sowas hier, großes Beet. Guck mal, das sieht doch aus wie ein Grab, ne? Da ist ja dann auch Erde drin und so. Wenn man zum Beispiel sagt, okay, man macht das hier hin oder hier so nebeneinander zwei, setzt dann hier so eine Mauer rein, irgendwie halt so. Und dann hat man hier quasi das Ehepaar, Pferd, keine Ahnung was. Wisst ihr, was ich meine? Also ob das vielleicht eine Idee wäre, dass man das so macht, dass man halt bestimmte Gedenkstätten macht oder halt da dann zum Beispiel für Pferde und das da hinten für Hühner oder so. Und hier vorne dann irgendwie nochmal ein Altar mit verschiedenen Tischen. Also hier quasi so, ja, Tische müssen eigentlich hier vorne hin, damit dann halt jemand da stehen kann und kann dann so seine Rede halten. Oh, wir bedanken uns bei unserem Pferd, bla 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 oder so. Ja, irgendwie so. Und da kommen dann halt auch irgendwie noch ganz viele Blumen daneben oder davor. Das wäre so meine Idee, die ich jetzt quasi gerade hätte. Okay, also über zwei Stunden aufgenommen. Ah, ich habe doch gerade im Moment eigentlich gar keine Zeit, weil die Renovierung geht ja los im Haus und ja, eigentlich sind ja Vlogs angesagt. Das Auto ist im Moment kaputt, deswegen kann ich nicht hinfahren. Richtig dumm. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und wenn es soweit ist, dann seht ihr, dass ein Vlog kommt. Dann erzähle ich euch eh nochmal alles und sonst, falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da. Falls ihr nichts mehr verpassen möchtet, könnt ihr mich gerne unten kostenfrei abonnieren, das Glöckchen aktivieren, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich wieder ein neues Video hochgeladen habe und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.